Herzlich willkommen zur 25. Folge des Let's Play Civilization 3. Wir sind im Kampf weiterhin mit Engländern und Franzosen. Die Russen haben wieder mit uns Frieden geschlossen und wir haben jetzt vor kurzem zur Staatsform Kommunismus gewechselt. Ja, und ich habe den letzten Part nochmal in zwei Teile unterteilt, weil ich das einfach für etwas zu lang hielt. Der ging nämlich über 1,5 Stunden. Und jetzt habe ich daraus zwei knapp einstündige Folgen gemacht. Ja, also spielen wir weiter. Die 24. Folge, wie gesagt, besteht aus zwei Teilen und das hier wird die 25. Folge. Inzwischen haben unsere Arbeiter dafür gesorgt, dass wir Rubber bekommen, also Gummi bekommen. Können jetzt auch Infanterieeinheiten herstellen. Aber wir werden noch weiter Kavallerie produzieren. Wo wird denn der Gummi zu uns gebracht? Ja, genau. Hier habe ich angenommen und hier ist es auch. Okay. Dann geht's weiter und ich schicke weiter Einheiten nach oben. Ist die Frage, ob es hier nicht bald schneller geht. Na gut. Um den Franzosen und Briten auf die Pelle zu rücken. Okay, wir haben auch einen Zug. So, und ich werde mal vorrücken. Hier wurde eine weitere Verteidigungseinheit gebaut. Es ist vielleicht nicht verkehrt, hier noch mehr Infanterie zu bauen, um die dann mit Schiffen in die neue Welt zu schicken. Mal zurück. Werde ich gleich mal diese Kavallerie auch noch aktivieren. Und hier noch mindestens einen von diesen französischen. Bogenschützen mitzunehmen. Ja, so viele Züge hatte ich dann doch nicht.
Sehr schade. Und ein weiterer Siedler fällt. Das ist total doof. Ich die quasi umsonst gebaut. So, hier haben wir eine Artillerie fertiggestellt. Die schicke ich auch mal hier nach Bordeaux. Oder vielleicht erstmal nach Stuttgart. Hier habe ich noch die Karavelle. Schicke ich jetzt mal rüber nach Heidelburg. Ja, du kommst auch noch einen Schritt weiter runter. Und Heidelberg sammelt jetzt mal so ein paar Einheiten zusammen, die dann in die neue Welt geschickt werden. Ist ein Riffleman. Da werde ich jetzt gleich auch die Reiter losschicken. Ist natürlich auch dieser Siedler hier. Wo ist er jetzt hin? Genau, der ist ja genauso in Gefahr. Jetzt habe ich hier irgendwie so einen Longbowman und ich weiß gar nicht, wo ich ihn her habe. Ich würde ihn gerne wieder loswerden. Na toll, und ich komme natürlich wieder nicht nach rechts. Jetzt. Muss kurz verharren. So, da haben wir ein paar Städte, wo wir jetzt Civil Disorder haben. Das ist unschön, das wollen wir nicht. Bauen wir auch mal eine Infanterie als nächstes. Die Stadt ist noch gar nicht fertig. Noch eine Kavallerie. Obwohl, ich glaube, das sind jetzt schon drei Einheiten. Schauen wir mal. Ja, gut, den Riffleman wollte ich mitnehmen. Die Infanterie soll dann die Stadt selbst verteidigen. Das heißt, diese Einheit kann ich jetzt schon wieder hochschicken. In die Richtung. Ja, du bist jetzt aber automatisiert. Und der Siedler ist jetzt wieder sicher. Ich sehe auch, dass hier oben noch so ein Barbarendorf ist. Hier kommen ja ganz viele an. Du sollst
das andere Dorf hier bauen. In diesem Bereich. Der braucht dann definitiv Verteidigung. Ich will mal gucken, dass ich vielleicht eins der Pferde hier rüber schicke. Ich hoffe, die Runde ist jetzt noch nicht zu Ende. Aber die Gefahr besteht natürlich. Ohne dass ich die... Ah, ist noch nicht zu Ende. Sehr gut. Ich muss nämlich noch schauen, dass ich die Disorder wegbekomme in den Städten. Es waren zwei. Welche war es noch? Ah, Moskau. Okay. Aber sollte vielleicht auch noch von der Infanterie umzwitschen. Das mit den zwei Straßen hier ist schon ein bisschen seltsam. Ob die sich nicht da ein bisschen verbaut haben. Ja, gut. Und ich wollte mal hier drüben gucken, ob es hier irgendwelche Kriegshandlungen gibt? Nee, gibt's nicht. Okay. Das dachte ich nämlich vielleicht, weil hier jetzt plötzlich mehr römische Städte sind. Aber die haben sich da einfach nur stärker ausgebreitet anscheinend. Ja, und sie sind natürlich jetzt übergesiedelt. Auf meinen Kontinent auch die Sioux haben jetzt schon eine Stadt errichtet auf meinem Kontinent. Hier wäre ein Draft nicht schlecht. Mal schauen, vielleicht bekomme ich den ja in ein paar Runden. Kommunismus ist ja gerade erst eingeführt. Und die Arbeiter sind ja auch fleißig. Ja, da würde ich einen Einwohner verlieren. Das mache ich doch glatt. Die Stadt kann eh nicht mehr wachsen. Das geht leider nicht. Okay, das ist cool. Ich wusste gar nicht, dass ich die Möglichkeit habe, Einwohner zu opfern. Das werde ich gleich mal tun. Das ist auch gut beim Kommunismus. Hier zwei Einwohner opfern, das mache ich. Drei? Na, drei ist ein bisschen viel. Obwohl, so schnell wie die Stadt wächst, sollte das kein Problem sein. Dann fällt sie wieder zurück auf 1, aber alles kein Problem. Ja, und wir hatten doch hier noch auch ein paar andere Städte. Trier zum Beispiel. Trier braucht einen Riffleman, das ist doch totaler Unsinn. Courthouse ist wichtig. Und wir werden das hurryen. Kiel auch. Genau. Das ist wichtig. Da können wir schon mal ein paar Einwohner für opfern. Gelsenkirchen. Und hier hätte ich die Möglichkeit des Drafts. Das mache ich mal. Okay. Plötzlich ist sie weg. Wahrscheinlich, weil ich schon ins Courthouse investiert habe. 7 Runden sind nicht mehr viel. Will sie trotzdem nicht warten. Nicht abwarten. Ja, hier geht's eben noch nicht. Das ist gut. Dann haben die Städte jetzt in der nächsten Runde alle ein Courthouse bekommen. Und dann sehe ich mal weiter, ob mir das nicht
was bringt. Irgendwie können Boote anscheinend doch nicht auf dem Wasser regenerieren. Deswegen werde ich die schnell in Städte fahren, damit sie das eben dort tun können. Ja, hier kommt jetzt auch ein zweites Schiff an. Werde ich mal den Riffleman und die andere Kavallerie wecken, damit die schon auf dieses Schiff gehen können. Muss jetzt auch gleich nochmal nach Leipzig rein. Genau, das umstellen. Und hier ist ein weiterer Riffleman angekommen. Das ist ziemlich gut. Damit ist die Stadt gut verteidigt. Ja, und natürlich auch auf meinem Kontinent wäre es nicht unwichtig, die Courthäuser schneller zu bauen, weil die Korruption ist ja sehr hoch. Ja, das mit dem Kommunismus, sehen wir gerade, ist eine gute Entscheidung gewesen. Denn das Wachstum, was das Städtewachstum angeht, ist nun nicht unser Problem. Die Städte wachsen nämlich wirklich schnell genug. Gut, durch das Hurrying geht uns der Draft verloren. Deswegen ging das da oben nicht noch einmal. Jetzt Straßburg in Ruhe. So, und jetzt werden uns die ganzen Courthäuser fertiggestellt. Ja, toll. Das bringt uns aber von der Korruption her trotzdem immer noch nichts. Das ist sehr tragisch. Disorder in Elefantin. Schauen wir mal bei ganz großen Einwohnerzahlen wird es dann sicherlich auch was bringen. Ansonsten sind diese Orte einfach zu weit entfernt von meinen Siedlungen. Also von meiner Hauptstadt. Selbstverständlich. Aquädukt ist erstmal richtig.
Sicherlich auch ein Aquädukt, nicht verkehrt. Genauso in Trier. Ja, hier wäre auf jeden Fall wichtig, einen Worker zu haben. Wir haben ja jetzt einen Worker schon auf dieser Insel. Der reicht, denke ich, erst auch einmal aus. Wird auch nirgendwo Production produziert. Auf keinem einzigen der Felder. Das ist gar nicht gut. Ja, jetzt schon. Zumal sie aber nichts bringt. Und die Industrialisierung ist fertig. Ich kann jetzt Kohlekraftwerke und Kraftwerke bauen. Und die erhöhen die, die Produktivität der Städte einfach. Also die Anzahl der Schilde, die produziert werden, werden dadurch erhöht. Also die Fabrik erhöht es um 50%. Und das Kohlekraftwerk dann nochmal um weitere 50%. Dazu bräuchte ich aber erstmal Kohle und ich habe ja noch keine. Hier brauche ich nur Iron. Iron habe ich. Und ich kann dieses Denkmal bauen, was die Kriegsmüdigkeit senkt. Aber Kriegsmüdigkeit ist im Kommunismus auch nicht so ein großes Problem. Ja, sehr schön. Machen wir direkt weiter. Es soll ja in Richtung Panzer gehen. Und ich werde hier noch mehr Einheiten nach... Also Elephantine können hier erstmal... Das Disorder wiederhergestellt werden. Ansonsten schicke ich hier... Ja, ich schicke noch mehr Einheiten hoch erst einmal. Und du gehst nach Heidelberg, da werden nämlich auch noch Leute gebraucht. Du auch. Und dieses Schiff kann jetzt direkt hier hinfahren. Oder doch hier hin. Ich glaube, hier sind die Einheiten schlechter verteidigt noch. Und hier gibt es einfach mehr Städte. Also erst einmal in diese Region. So, da ist die Kohle, die ich gern haben möchte. Schicke ich alle nicht hierhin, weil dort ist, existiert eine Festung. Und die sollen natürlich nicht den Festungsbonus bekommen. Wenn ich sie angreife.
komme kurz nach Vladivostok. Ja, und hier möchte ich eigentlich die Stadt bauen. Und das mache ich auch. Wie nenne ich die? Das ist wieder die große Frage. Mir fällt gerade Hamm ein. Wo ist natürlich auch zuerst ein Courthouse? Denn eine Verteidigung hast du ja schon. New Berlin. New Berlin. Oh, hier brauchen wir natürlich keine Infanterie. Problem hier lässt sich mit einer Klappe schlagen. Four Citizens, warum eigentlich nicht? Okay. Da ist es offenbar auch gefährlich. Regenerieren. Regenerieren. Du bleibst jetzt erstmal da, um die Einheiten zu verteidigen und auch um auf den Rest zu warten. So, die Städte sind verbunden, das ist cool. Alle Städte sind verbunden. Dann werde ich jetzt Automatisierung einstellen. Die hat sich schon bewegt. Du verteidigst die Stadt. Ja, hier ist der große Führer angekommen. Aber, oder mit einem großen Allerdings, ist es ja nun so, dass der gar nicht so ganz notwendig ist. Ja, wie mache ich das jetzt? Also in Potsdam sollte ja die zweite Hauptstadt gegründet werden. Kann ich auf jeden Fall mal diesen Leader aktivieren und den Musket Man. Ich gehe dann so weit, wie ich komme, da runter. Ist hier nicht ein Schiff? Genau. Du sollst erstmal hierher fahren.
Du musst mal kurz regenerieren. So, der kommt auch dorthin. Habe ich ein Gericht gebaut. Jetzt kommt das Aquädukt gleich dran. Hier wurde das Aquädukt gebaut. Dann die Bibliothek. Ja, okay. Civil Disorder in Trier. Könnt jetzt hier eine Fabrik bauen. Weiß aber nicht, ob das so sinnvoll ist. Dann würde ich mehr Schilde produzieren, aber Schilde ist jetzt gerade das geringste Problem. Dann baue eben noch eine Infanterie. Kommst auch nach Heidelburg. Oh, das Schiff ist repariert. Da das ja auch hier oben rumfleucht. Ist aber auch nicht so sinnvoll, dass es hier oben rumfleucht. Ich schicke das mal hier runter, damit es mal hier die Gegend erkunden kann. Erst einmal den Musketman. Ja, und du holst einfach wieder Nachschub. Hier muss ich auch mal gucken. Hier läuft nämlich so eine Einheit durch. Das muss nicht sein. Oh, und das ist nicht einmal die einzige Einheit. Hier ist schon eine weitere.
Also wenn ich jetzt Fabriken baue, erhöht es natürlich meine Produktivität und ich kriege vielleicht auch in den Orten, wo jetzt... Na, wo bist du nochmal? In den Orten, wo jetzt eine schlechte Produktivität herrscht, Schilde. Aber es sorgt natürlich auch dafür, dass mehr Verschmutzung entsteht und meine Einheiten noch mehr damit beschäftigt sind, also meine Arbeiter noch mehr damit beschäftigt sind, die Verschmutzung aufzulösen. Ich sehe hier gerade, die Seide bleibt bestehen, auch wenn der Dschungel weggehackt wird. Das ist doch eine gute Sache. Und da wäre es natürlich nicht schlecht, erst Maschinen zu haben. Leipzig. Ja, hier wurde jetzt eine Bank gebaut und damit ist Elefantin auch erst einmal mit allen Dingen fertig und hat auch eine Bevölkerungszahl von 18 schon, was sehr beeindruckend ist. Vielleicht ist es sogar die größte Stadt, die wir jetzt haben. Ich baue mal eine Infanterie, damit da vernünftige Verteidigung da ist. Rostock bekommt einen Hafen. Ja, jetzt weiß ich gar nicht. Ah, hier, okay, hier kann ich noch Elemente als Verbindungselemente dazwischen setzen. Na gut, das würde dann das nächste sein, wenn ich wieder die Möglichkeit bekomme, den Palast auszubauen.
Was war das? Eine russische Einheit. Mit denen habe ich ja jetzt Frieden. Sehr gut. Eine weitere französische Stadt eingenommen. Hier haben wir noch einen Resister. Zuerst den Musketman. Den werde ich jetzt erstmal hier hinziehen, um dort die schwarze Fläche noch zu sichten. Und der schafft es jetzt direkt in die Stadt. Mal einen Schluck getrunken. Weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Vermutlich bei dem guten Mikrofon. Corporation, eine Brückentechnologie, bringt uns jetzt nichts Neues. So, und irgendwo hatten wir hier doch, genau. Civil Disorder. Frankfurt hat 20 Einwohner. Bremen auch. Leipzig hat auch schon 20 Einwohner. Produziert immer noch wahnsinnig viel Food. Groß in drei Runden. Groß in drei Runden. Ja, Bergstadt ist auch bestimmt noch gar nicht ausgebaut. Hier werden wir mal dafür sorgen, dass die Stadt weiter ausgebaut wird. Königsberg, ist hier schon alles fertig? Tatsächlich. Dann fahren wir einfach fort.
Neukönigsberg sieht es sicherlich ähnlich aus. Hier fehlt noch das Hospital, das baue ich jetzt mal. Ja, Fregatte nett, brauchen wir aber nicht wirklich. Bauen wir eine Artillerie. Obwohl, die kann bombardieren. Das probieren wir mal aus. Hier bauen wir mal diese Suffrage. Lobbystadt hat auch noch kein Weltwunder. Dann bekommt sie dieses kleine Weltwunder. Die Infanterie bleibt mal hier. Du wirst nach Bordeaux geschickt. Und ich werde mal in diese Grenzstädte gucken, die ich ja vollgepackt habe. Ja, hier sind viele Einheiten, die ich quasi aktivieren kann. Hier ist auch noch ein Siedler drin. Dann mal zum Angriff mit euch. Du kannst auch Bordeaux verteidigen gehen. Muss dich kurz regenerieren. So, und den schicke ich jetzt zurück nach Mainz, damit Mainz auch. Obwohl, nee, den lasse ich hier in Potsdam. Es braucht immer noch eine Weile. Ich versuche direkt mal den verbotenen Palast zu bauen. Schauen wir mal, ob das geht. Wenn ich das tue, dann wird diese Stadt, also Potsdam, keine Korruption haben. Ja, mit dem Siedler hole ich mir hier die Kohle. Vielleicht sollte ich das auch eher hier bauen oder hier. So bekomme ich dann nämlich auch noch die Kuh. Da muss ich mal eben kurz gucken, ob der hier Anspruch auf die Kuh hat. Ja, hat er. Gut, dann nicht. Dann baue ich die Stadt hier. Sie muss auch gleich gut verteidigt werden. Auf jeden Fall bekomme ich da das Gummi und die Kohle. Und das, darum geht es ja hier. Die Ressourcen zu bekommen. Und durch die Kohle kann ich dann auch endlich Eisenbahnen bauen und die Einheiten quasi instant hin und her schieben. Was dann sehr von Vorteil ist.
So, dann schaue ich mal. Hurry Improvement. Es funktioniert. In der nächsten Runde, also jetzt ist natürlich, jetzt ist es so, dass die Einheit verschwunden ist. Aber in der nächsten Runde wird der verbundene Palast gebaut. Und diese komplette Korruption wird weg sein. Davon gehe ich zumindest aus. Und dadurch bekommt natürlich Potsdam einen unglaublichen Entwicklungsschub. Und auch Mainz hier wird davon sehr profitieren, weil Mainz ist ja extrem nah an Potsdam dran. Und vielleicht auch diese Städte, die hier auf den Inseln liegen und auch gar nicht so weit entfernt sind. So, das übliche Problem ist ja kein richtiger Name. Ich nenne diese Stadt jetzt hier mal Bamberg. Und Halle nenne ich mal auch um in Hallo in Halle, weil ich ja jetzt gefunden habe, wo der Umbenennknopf ist. So, diese Städte sollen besser verteidigt werden. Setze ich mal den Riffleman, den lasse ich mal direkt nach Gelsenkirchen durchwandern. Oh, das Schiff ist ja schon da. Na dann. Alle aktivieren. So, und die Pferdchen. Erst einmal nach Helgoland und Augsburg. Und du fährst zur Verteidigung der Inseln. Ja, damit sind wir jetzt auch erstmal ganz gut versorgt, denke ich. Werden wir mit diesem Boot hier weiter erkunden. Okay, da kommt weiterer Ärger aus einer anderen Richtung, als ich sie erwartet hätte. Ja, und durch das große Wachstum der Städte kommt es jetzt hier natürlich auch oft zu Unruhen. Und der verbotene Palast wird gebaut in Potsdam. Da ist er. Jetzt gehen wir mal rein nach Potsdam. Ja, doch, wir haben Korruption, aber wir haben natürlich auch eine enorme Produktion. Und zusätzlich noch bekommen wir durch den verbotenen Palast Kultur hinzu, was uns hier nochmal einen zusätzlichen Bonus bringt, weil die Stadt dann auch schnell an Einfluss oder der Einflussbereich dann schnell größer wird. So, hier ist ein Arbeiter fertiggestellt worden. Das ist auch eine gute Sache. Als nächstes hier das Courthouse angehen. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Wo hier Unruhen ausgebrochen sind, das wollen wir natürlich auch nicht. Wieder einmal nicht. Beenden wir das mal. Hier hatte ich, glaube ich, gerade. Ja. Ich glaube, das waren noch mehr Städte. Wenn ich mich recht entsinne, vielleicht auch nicht. Sieht jetzt nicht da noch aus. Hurry this. So, wie sieht es denn in Bremerhaven aus? Nicht so gut. Da wird eine Straße gebaut, vermutlich direkt nach Dnepropetrovsk. Ja,
Ein ganz einfacher Name. Super leicht auszusprechen. Nicht. Ah, in so einer Stadt hier mit 12, mit 12 Einwohnern bekomme ich doch tatsächlich Produktion. Da habe ich wieder einen großen Führer produziert, der mir jetzt aber nicht so sinnvoll erscheint. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich mit dem anfangen soll. Kann ich natürlich auch wieder Production hurryen. Den bringe ich einfach mal in meine Hauptstadt, würde ich sagen. Ist halt die Frage, wie ich das am besten mache. Okay, wenn ich den hier durchschicke, dann geht der über Hannover. Das ist eine sichere Route. Gehe erstmal hier hin und dann sehen wir weiter. Sind geheilt. Und auch hier sind die Einheiten wieder bereit. So, ich gehe noch mal hier rüber. Ich schaue mal noch mal in Mainz rein. Mainz hat auch eine ganz tolle Produktion inzwischen. Trotzdem werde ich dieses Hurrying und auch diese Orte werden davon profitieren. Genau. Zumindest sofern sie etwas größer sind. Und das ist tatsächlich so. Schauen wir mal, was diese Orte angeht. Gut, die sind dann wahrscheinlich schon wieder zu weit, aber die haben jetzt auch keine große Bevölkerungsanzahl. Gut, Trier schon, aber keine hohe Produktion. Von daher kann man das schlecht bewerten. Gut, auf jeden Fall die Potsdam und die Inseln sind ganz gut aufgestellt, dadurch, dass ich da die Hauptstadt gebaut habe. Ja, und das soll es erstmal für dieses Let's Play gewesen sein. Und ich danke für euch wieder mal fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal.